Hallihallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, dass ich euch noch ganz schnell eine neue Liebe zeigen kann. Yay! Und zwar gibt es von Paradies bei DM diese wunderschönen Kollektionen und das ist so ein bisschen angelehnt an die Project Life Karten mit Stickern und Cutouts und Overlays und da wollte ich mit euch so ein kleines Unboxing machen beziehungsweise mir anschauen, welches Paket vielleicht sich für euch lohnt, wenn ihr nicht alle auf einmal kaufen möchtet. Genauso habe ich, ich habe drei von diesen Karten Sticker und Overlays mitgenommen. Die kosten 5,80. Dann auch wunderschön ein Sticker-Set, das es da dazu noch gibt, auch wirklich für kleines Geld von 2,95, also knapp 3 Euro. Und das sind drei Bögen und jeweils immer mit quasi 3D-Stickern und dann auch Glitter-Sticker und unterschiedliche Themen eben. Und dann auch noch Kartensets und da wollte ich eben einfach mal schauen, was sich da überschneidet, soweit ich das gesehen habe. Es gibt immer diese kleinen die kleinen viereckigen Karten und dann die größeren in Hoch- und Querformat. Dann hier auch nochmal Cutouts und die sogenannten Overlays. Das sind eben so durchsichtige Folien, die man wunderschön zum Beispiel über Fotos tun kann. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen vom Project Life Scrapbooking inspiriert. Und es gibt auch dazu die entsprechenden Alben sind auch wunderschön und dann diese Steckfolien, die entsprechend zu den Formaten genau passen, die habe ich jetzt erstmal nicht mitgenommen, weil ich das eigentlich als Zubehör möchte zur Kalenderdekoration bzw. Memory Keeping und da gehe ich ja mehr so in Richtung in mein Traveler's Notebook oder eben auch in meinen Kalendereinlagen und für diverse Medien, in die ich euch noch mitnehmen werde. Hier sieht man schon, so wäre dann zum Beispiel so ein Album mit zwei Ringheften und dann auch quadratisch, auch zu kleinem Preis, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit diesen Originalen von Project Life. Und ich muss sagen, da hat Paradies bei DM wirklich einen super guten Job gemacht. Sie haben genau den Geschmack der Zeit getroffen, wenn man das hier auch sieht. mit Gold und Pastellfarben in Türkis und Rosa. Das ist einfach, irgendwie habe ich heute schon gelesen, Schockverliebtheit, weil die Motive einfach richtig, richtig schön sind. Und dann nehme ich euch jetzt schnell mal mit in die Übersicht. Vielleicht habt ihr heute Abend noch ein bisschen Muße und vielleicht auch noch für den einen oder anderen als kleinen Quick-Tipp für die Last-Minute-Idee, um vielleicht einen Geschenkanhänger individuell zu gestalten oder auch eine Karte, eine Klappkarte, die man dann beschreibt und hier vielleicht vorne noch ein Foto mit einklebt oder ja, da gibt es eben tausende Möglichkeiten und das sind Kollektionen, das erkennt man eben auch an den Farben. Ich habe mein Jahr mitgenommen, Liebe und Trend. Reise hat mich im ersten Schritt jetzt mal nicht so interessiert, obwohl ich mir die sicherlich auch noch mal genauer anschauen werde. Die Trendkollektion habe ich schon geöffnet, weil ich da auch ein Overlay schon von verwendet habe. Tada! Und das sind 121 Teile. Und da möchte ich jetzt exemplarisch mit euch einmal reinschauen. Das ist eben dann in so einem kleinen Schuber verankert. Hier unten sind diese Karten. In diesem Fall ist das dann ja mein Jahr. Also da sind dann die ganzen Monate nochmal mit aufgeführt, die man sehr schön auch als Deckblatt verwenden kann oder wo man dann eben auch hinten auf der Rückseite nochmal journalen kann, also vielleicht besondere Ereignisse festhalten oder aber auch Geburtstage von dem Jahr, je nachdem, in dem Monat.
Und today was a good day, wunderschön. Und was ich auch sehr schön finde, alle mit Rückseite, ist immer die gleiche. Ja, dieses wunderschöne Chevron-Muster, was ich ja wirklich sehr, sehr liebe. Auch noch in meiner Lieblingsfarbe, Türkis. Yay! ja, ihr wisst, das ist absolut mein Beuteschema. Sehr schön bunt, Travel Highlights, wunderbar, passt bei mir ja auch richtig, richtig gut mit den Flamingos und ach ja, das gefällt mir sehr gut. Wir gucken uns das gleich nochmal in der Übersicht an, nur für euer Verständnis. Dies sind dann die transparenten Overlays. Ich zeige euch das jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt über eine Karte legen würde, hier also Family Time. Darunter könnte natürlich dann ein Foto sein oder hier, das finde ich auch ganz zauberhaft, die Herzen, die sind Gold, ne? Denn Goldfolie, das ist ja auch immer nicht so einfach selbst herzustellen und dadurch wertet man einfach jedes Foto nochmal auf. Hier Friends, 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 sehr, sehr schön. Und frohe Weihnachten und Happy Birthday gibt es ja auch zusammen. Ja, und da gab es auch noch eine mit Happy New Year. Die habe ich schon verwendet. Tatsächlich, also so in einer Karte, in einer Weihnachtskarte, könnt ihr euch das vielleicht vorstellen. Die anderen... Upsi. Da habe ich dann hier ein schönes Bild meiner Maus und ja... Das dann hier so reingeklebt und hier unten dann geschrieben. Wunderschön, kann man so natürlich auch im Rahmen nochmal aufwerten oder die entsprechende Message und Botschaft hinterlassen. Auch sehr schön, denke ich mal, in dem Liebesthema. Da kann man sicherlich auch einiges machen. Dann hier die ja, quadratischen, die Maße stehen hier hinten drauf. Das sind die Karten 10x10, die Overlays sind 10x15, also das normale Fotomaß in diesem Fall. Die ganzen anderen Karten sind auch in 10x15 und dann gibt es noch die kleinen Quadrate in 5x5 und die Sticker. Und das finde ich ist eigentlich das Interessanteste, weil die sind teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Also in diesem Fall, ja, die Ornamente sind geklebt, in anderen sind sie tatsächlich gestanzt und 3D-mäßig. Also haben wir hier Hello Spring, eben durch das Jahr durch nochmal ein ja, Happy Birthday, frohe Weihnachten, also quasi wirklich durch alle Seasons durch. You are my Valentine, wie schön, love, 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 auch sehr schön in Gold, frohe Ostern, auch das ist dabei und hier ganz in Gold, super, super schön, die Sektgläser zum Anstoßen oder Party machen. Ja, und jetzt gucken wir uns nochmal die kleinen an. Die finde ich natürlich spannend, weil man die sicherlich auch ganz gut im Philo verarbeiten kann. Und oh ja, toll, alles Goldfolie foliert. Sehr, sehr schön. I love you, Hello Weekend, today. Sehr, sehr schön. Ja, das kann ich mir wirklich richtig gut im Planer vorstellen oder eben auch Scrapbooking. Die Rückseiten sind hier diagonal gestreift in Gelb und Pink. Und ja, das finde ich schon sehr, sehr schön. Und jetzt finde ich eigentlich das Spannendste, weil da hatte ich jetzt eben einmal schon reingeguckt und da doch auch einen der größten Unterschiede zwischen den Kollektionen festgestellt. Die Aufkleber habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt tatsächlich. Das ist eine relativ einfache Folie, sage ich mal, mit weißem Rand. Und ja, das ist so ein bisschen wie Etiketten, da kennt man das von. Enjoy little things, das sind aber doch durchaus mal Sachen, die man eben auch so highlighten kann oder auch als auf einer Tüte Geschenkverpackung, sehr, sehr schön. Davon hätte ich gerne mehr, Weekend als Wimpelkette. Yay! Und eine schöne, also das könnte gerne fünfmal drin sein mit Melone und dann auch noch Fotoapparat. Und das geht dann jetzt so wild durcheinander. Hier nochmal die Wochentage, finde ich auch nicht schlecht. Könnte auch gerne häufiger dabei sein. Dann die Monate und noch ein kleiner Elch, den ich auch total zuckersüß finde. Aber wenn ich mir das hier angucke, dann ist das, finde ich, sehr schwer zu erkennen und auszumachen.
diese Aufkleber und das ist die Kollektion Liebe. Da sind eben Aufkleber dabei, die auch in 3D sind und das finde ich insgesamt ein bisschen spannender. Also insofern, falls ihr noch schwanken solltet, ihr müsst einfach schauen, was so euer Thema ist, was ihr wollt, wofür ihr das braucht und generell finde ich diese Project Life Geschichten eigentlich nur schön, wenn man das nicht nur komplett in diesen Plastikhüllen macht, sondern das auch kombiniert mit Papier und dann noch verschiedene Klappvarianten hat. Jedenfalls ist diese Kollektion schon wunderbar, hat 121 Teile und Liebe hat 101 Teile. Natürlich ist hier das Thema Herzen und Oh Moments. Ja, da seht ihr, da habe ich schon mal reingeschnickert. Schauen wir noch mal rein nach hinten. Das sind die Karten 10x15. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ein Türkis. Wow. Dann die 10x10 Motive und die 5x5 und hier die ganzen Aufkleber bzw. Cutouts. Und jetzt bin ich gespannt bei der Trendkollektion. Da sind es 106 Teile. Die hat dieses Rautenmuster, was ich auch sehr, sehr schön finde. Also es gibt keine Überschneidung, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und da fand ich die Folien schon, also wenn man sich hier Moments anguckt und in Love, also mit den Punkten, da hat man hier bunte Punkte, da ist es wesentlich transparenter und einfacher gehalten. Und ich bin gespannt, ob dies hier eben auch Aufkleber sind, also Sticker steht ja drauf. Ob das auch Aufkleber sind oder ob dies wieder auch mit Cutouts einhergeht. Insofern schauen wir mal. Tada! Wow, also das nenne ich jetzt mal wirklich Neonfarben. Eine neonfarbene Blume. Wow! Auch sehr schön. Kann man sicherlich sehr schön was mitmachen. Be happy. Sehr schön. Oh ja, amazing. Und da kann man sehen, man könnte die theoretisch sogar übereinander legen. Sehr schön bunt, wunderbar. Und hier nochmal das Unzeichen. Und hier ist wohl schon der Hinweis. Ja, es ist genau der gleiche Hintergrund wie bei der Love Edition. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Good morning starts with coffee. Da fallen mir ja gleich ein paar Leute ein, inklusive mir. Auch einfach so schön, vielleicht an den Kühlschrank zu kleben oder wenn man mit Magneten das hat, ein Fahrrad, das ist so schön sommerlich. You can never have too much happiness. Und das Happiness ist in Gold. Das finde ich natürlich klasse. Wow, und hier Party. Oh, Gelb mit Gold, finde ich mutig. Aber auch wunderschön. Oh, gefällt mir richtig gut. Also ich habe kaum ein Motiv dabei, wo ich sagen würde, naja, muss ich nicht unbedingt haben. Bin ich richtig happy, dass ich, die habe ich nämlich in einem anderen DM als bei uns entdeckt. Und deswegen habe ich da gleich zugeschlagen, weil man weiß ja nie, ne? Das soll aber wirklich ein Standardartikel sein und ich habe da auch schon ein paar Bloggern wird das ja zugeschickt. Ich habe alles selbst gekauft, wie ihr das kennt. So, da habe ich eben schnell die Einkäufe mit verräumt. Ich muss mich ein bisschen sputen jetzt. Aber wie ihr seht, hier enjoy. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen näher ran für diese amazing. Das ist kein Gold, falls man das nicht erkennen kann. Eine Ananas, yay! Love, ah, ja, genau. Party, let's party. Das ist, glaube ich, kein Tannenbaum, sondern so ein Pfeil-Element. Und eine Girlande, yay! Ich freue mich. Ein super schönes goldenes Herz. Das meinte ich auch. Die Art der Herzen finde ich auch sehr, sehr schön. So ein bisschen angeschnitten. Und Eraser. Yay. Nochmal Pfeile, die man so rausdrücken kann. Und das sind dann hier Aufkleber. Eine wunderschöne Kamera. Für den Pfeil nur zu groß, aber
Oh. Davon könnte ich auch 10 gebrauchen. Coffee Addict in einem goldenen Becher. Wunderschön. Ich freue mich. Hello, ein Bad, eine Feder, eine Blume und you are a star. Oh, wie schön. Ach, ich bin total happy und bereue den Kauf auf gar keinen Fall. Mich würde wirklich interessieren, ob ihr auch zugegriffen habt und oder ob ihr eventuell morgen noch mal schnell in die DM schaut, um zu gucken, ob ihr nicht noch das ein oder andere Set euch holt, um vielleicht eine Karte aufzupimpen oder ja, die typischen Last-Minute-Geschenke sind ja bei Männern Parfums und irgendwelche Konzertkarten. Da war jedenfalls heute eine große Schlange. Und früher war es auch immer beim Geschenkpapier. Da haben die Leute inzwischen, glaube ich, schon ganz gut vorgesorgt. Da überall, wo es solche Sachen gab, war es heute eher nicht so voll. Ich musste noch so ein, zwei Kleinigkeiten besorgen. Das hat aber auch alles geklappt, weil ich leider gestern das Bett hüten musste. Sonst wäre dieses Video auch schon früher gekommen. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten und euch natürlich nicht anstiften, jetzt morgen noch loszuspringen. Dann gibt es ja nicht nur diese großen Kollektionen, nein, es gibt auch noch jeweils ein Sticker-Set mit drei Bögen. Und einmal habe ich mitgenommen für Geburtstag. Dann für Everyday und für Trend. Und hole ich euch auch noch mal näher ran. In der Hoffnung, dass es nicht zu sehr blendet in der Folie. Hier sieht man ganz schön, das sind also so ja, drei Lagen sozusagen. Und diese erste hier, das finde ich eben so mit das Spannendste. Das sind auch nochmal so eine schöne Wimpelkette. Auch wieder diese Cutouts mit 3D-Effekt, also auf harter Pappe, die demzufolge erhabener sind. Die Celebrate, die nächsten Sticker, das sind richtige Sticker, aber mit Glitter. Und was ich auch schön finde, mit transparentem Rand. Und dann hier nochmal Happy Birthday mit den Zahlen. Und das ist so ein bisschen kindlich anmutend. Aber ich finde, das kann man sehr, sehr schön verwenden. Dann das Everyday Set. Auch da, die erste Lage sind wieder die ja, Embellishments, wie es immer im Englischen heißt. Und Enjoy the little things, love, nice, yay. Und hier dann auch mal die Wochentage, was ich auch sehr schön finde. Für den Kalender vielleicht ein bisschen zu groß, aber zum Beschriften oder als Element in einer Karte nochmal auch wunderbar. Und dann kommt die Trend-Edition. Wie gesagt, die haben 3 € gekostet. Mit Hello. Hello kann man eigentlich nie genug haben, weil man damit auch wunderbar eben zum Beispiel so ein Flipbook beginnen kann. Cool. Nochmal Blumen, Pfeile, Enjoy. Lemonade. Auch sehr schön. In Gold. You are a star. Auch in klein. Also die Kollektionen bauen wirklich aufeinander auf und passen zueinander. Was ich sehr, sehr schön finde. Retro Ride. Und hier auch nochmal, yay, und eine Wimpelkette. Sehr, sehr schön. Also damit kann man, denke ich, so ein Kollektionsset sehr, sehr gut ergänzen. Wo ich nur zwei von mitgenommen habe, und zwar ist das Liebe und auch Trend, das Kartenset. Weil ich bisher auch noch nicht so stark mit Karten arbeite. Ich finde das sehr schön, zum Beispiel für Flipbooks und so weiter, weil man da einfach immer noch mal eine Ebene mehr dazu tun kann. Be beautiful, every love story is beautiful, but ours is my favorite. Und dann hat man hier auch noch mal Cutouts, um Fotos zu gestalten. Und Overlays. Also, wem das große Set zu viel ist am Anfang, der kann auch einfach erstmal mit diesem kleinen Kartenset anfangen, finde ich.
Also hier, wenn dann mal der Inhalt auch wieder 6 Karten A10 mal 15, 10 mal 10, davon sind 8 enthalten. Und dann hier die kleinen nochmal, 5 mal 5 und demnach sind es 2 Rahmen und 2 Overlays. Also ich finde fantastisch für diesen Preis, wenn man das bei Heidi Swap oder ähnliches bestellt. Das ist nicht unbezahlbar, aber ich würde sagen, mindestens der dreifache Preis. Also mit dem Doppelten kommt man nicht hin, weil man da ja auch immer noch Versandkosten hat. Und ja, hier ist das eben einfach sofort verfügbar. Und das ist das Trendset. Auch hier wieder alles super aufeinander abgestimmt mit den Farben, mit den goldfolierten Hervorhebungen, die ich wunderbar finde. Jetzt gucke ich gerade hier mal, die Punkte sind anders angeordnet als bei dem anderen Overlay im Trend. Also auch da keine Doppelung. Ja, finde ich wunderbar. Und ich kann euch nur sagen, ich habe das nicht alles nur für mich gekauft. Insofern, ja, werde ich da auch dem einen oder anderen noch eine kleine Überraschung mit bescheren und sag schon mal für morgen. Genießt den Tag, lasst es euch gut gehen und ja, seid freudig bei all den Vorbereitungen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Stress ist. Ich habe auch noch ein bisschen was zu tun, aber ich schicke euch schon mal auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße und wünsche euch frohe Weihnachten. Yay! Alles Liebe, eure Betty. Bye!